Träume machen Mut. So lautet das Motto des Dreamball, der alljährlichen Charity-Gala von DKMS Live in Berlin. Look good, feel better. Mit diesem Programm engagiert sich die gemeinnützige Gesellschaft für Krebspatientinnen. HealthCV unterstützt sie als Medienpartner. Das gemeinsame Ziel? Betroffene Mädchen und Frauen neuen Lebensmut und Lebensfreude geben. Auf den Dreamball sprach HealthCV-Moderatorin Iris Bedowski mit engagierten Prominenten. Frau Beckenbauer, Sie sind Mitglied im Kuratorium von DKMS Live. Was ist das Besondere an der Arbeit? Ja, wir setzen uns natürlich alle dafür ein, dass dieses Projekt vorankommt, nämlich dieses Look Good, Feel Better. Das beinhaltet, dass man in die Krankenhäuser geht und die Patientinnen über diese Produkte, die L'Oréal und viele andere anbieten, einfach dazu bringt, wieder ins normale Leben, in Anführungszeichen, zurückzukommen. Das Motto des diesjährigen Balls ist ja Love of Life, Lebensfreude. Wie wichtig ist die Lebensfreude gerade in so einer schwierigen Zeit der Erkrankung? Die ist sehr wichtig und da ist natürlich jede Form der Unterstützung auch wichtig. Und deswegen ist das ein tolles Programm, weil einfach allein, wenn man vom Aussehen schon wieder ein bisschen hübscher aussieht, dann hat das eine enorme Auswirkung auf die Psyche. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, ganz gut. Dieses Jahr geht es ja nicht nur um die Krebspatienten, sondern auch um die bessere Hälfte sozusagen, die Menschen, die viel besser Menschen. Wie wichtig sind die eigentlich gerade zur Unterstützung auch? Und wie finden Sie die Idee, dass die im Fokus stehen auch? Ich finde es ganz wichtig und auch ganz richtig, weil ich denke, das ist immer der erste Ansprechpartner, wenn es einem nicht gut geht, wenn Mann, Freundin, Tochter, Sohn oder wer auch immer einem da zur Seite steht, weil das ist ja doch eine verteufelte Situation, in der man dann steckt. Also es ist schon, ich finde, das ist eine super schöne Kampagne. Worauf freuen Sie sich heute Abend? Auf alles. Dann wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend, Frau Beckenbauer. Vielen Dank. Dankeschön.